Wir werden jetzt nämlich eine kleine Diskussionsrunde führen. Ich darf alle Beteiligten nach vorne bitten. Und zwar freut es mich sehr, jetzt neben Marco Fetz, den ich ja schon vorgestellt habe, auch Daniel Markwalder und Marc Steiner zu begrüßen. Last but not least, aber natürlich Rika Koch. Sie ist die Moderatorin und sie werde ich noch persönlich vorstellen. Die weiteren werden durch Rika vorgestellt. Rika Koch, wer sie noch nicht kennt, ist unsere neue Professorin für Public Procurement an der Berner Fachhochschule am Institut Public Sector Transformation. Sie ist studierte, promovierte Juristin, hat danach beim Rechtsdienst, war sie stellvertretende Leiterin des Rechtsdienst von Meteo Schweiz und hat dort auch sehr viele praktische Beschaffungsverfahren begleitet. Und jetzt ist sie, wie gesagt, in der Forschung, in der Lehre tätig, in unserer Weiterbildung auch und leitet jetzt heute das Podium zu dieser ganzen Geschichte des Wandels im Beschaffungswesen. Besten Dank, Rika. Ja, danke dir vielmals, Matthias. Hören Sie mich? Gut, danke. Ja, es ist mir eine sehr große Ehre, heute hier vor ausverkauftem Hause sprechen zu dürfen. Also ein bisschen macht es einem ja nervös, vor so vielen Leuten sprechen zu dürfen. Aber wenn es sich um eine Beschaffungskonferenz handelt und die tatsächlich im Jahre 2023 ausverkauft ist, überwiegt die Freude. Ja, ganz besonders freut es mich auch, Ihnen drei ausgewiesene Experten heute vorstellen zu dürfen. Ganz rechts Daniel Markwalder. Daniel Markwalder ist, ich fange von vorne an, Daniel Markwalder ist Jurist, auch studiert, promoviert, wenn man das so sagt. Er ist aber nicht nur Jurist, das sind wir viele. Er hat nach dem Jus-Studium gedacht, das war jetzt zu wenig, ich studiere noch Informatik an der ETH und doktoriere nachher noch in Jus. Also Daniel Markwalder ist, was wir hier viele gerne wären, nämlich beides, Informatiker und Jurist. Und deshalb erstaunt es auch nicht, dass er das sozusagen zur Berufung gemacht hat und heute als Delegierter des Bundesrats das DTI führt, die digitale Transformation und IKT-Lenkung und somit auch, ich sage es nicht verantwortlich, ist, aber die digitale Transformation des öffentlichen Sektors unterstützt, im Rahmen der BK auch Bedarfsstelle ist, aber vor allem auch Experte für Digitalisierung. Genau, Marc Steiner müsste man eigentlich auch nicht mehr vorstellen. Marc Steiner, du hast uns mal erzählt, du wolltest eigentlich Archäologe werden, bist dann irgendwie aus Versehen, das Militär hat hier noch eine Rolle gespielt, fragt Marc in der Pause, wie das war, doch noch irgendwie Jurist, Rechtsanwalt und Bundesverwaltungsrichter geworden. Archäologie ist aber immer noch irgendwie Teil deines Berufsalltags. Du machst da mit dem Pinsel die Schichten des Beschaffungsrechts, gräbst du die aus und analysierst die und ordnest die in den zeitgenössischen Hintergrund ein und bist hier nicht nur als Bundesverwaltungsrichter, der weiß, wie die Gerichte tickt, sondern auch als Experte, der das Beschaffungswesen und die Verwandlung zur Steinzeit in die eben neue Welt entscheidend mitgeprägt hat. Ja, Marco Fetz wurde schon vorgestellt als der Mann, der gerne Basketball auf dem Fußballplatz spielt, oder war es umgekehrt? Ja, Marco Fetz, Matthias hat es schon gesagt, du bist nicht nur hier als Projektleiter, als jemand, der für die SBB viele Beschaffungen, die an Komplexität nicht zu übertreffen wären, durchführt. Du bist auch Experte im Beschaffungsrecht. Ich habe als Studentin sehr oft von euch beiden gelesen, also schon anno dazumals, habe ich damals nicht gewusst, dass ihr auch sehr unterhaltsam sein könnte. Deshalb umso mehr freut es euch, mich beide im Panel zu haben. Ja, wir haben 25 Minuten Zeit für Fragen. Ich würde gerne nutzen, dass ich hier moderieren darf, muss, um gleich die erste Frage zu stellen. Und zwar sehr gerne an Marco, weil ich habe vorher erwähnt, dass ich dich schon als Studentin gelesen habe. Meine Zeit ist ab. Die hat noch kaum begonnen, aber gut hat der Wecker heute Morgen schon früher geklingelt. Gut, ich habe von dir gelesen, und zwar eine Publikation 2010 damals über die Revision des FÖB. Und es war ziemlich deprimierend zu lesen, irgendwie nur ein Kanton wollte die Harmonisierung der Beschaffungsrechtsrevision. Das ging ganz harzig und es war richtig schlimm, das zu lesen, wie es 2010 dann doch
endlich mal irgendwie in die Gänge gekommen ist. Und jetzt haben wir das neue Beschaffungsrecht. Alles ist vollbracht und doch hast du den Vortrag, es muss anders werden, wenn es neu wird. Bist du immer noch nicht zufrieden? Was gefällt dir noch nicht, wenn man das vergleicht von anno dazumals? Ja, ich habe etwas gelernt. Sie müssen wissen, ich pflegte ein Jurist zu sein früher. Ich habe gemerkt, dass das Gesetz gar nicht so wichtig ist. Wissen Sie, da muss man sich ein bisschen sträuben, oder? Gegen die eigene Natur. Und das ist nicht eine Geringschätzung des Gesetzes, sondern ein Kompliment. Und das ist die erste Erkenntnis. Es lässt Freiraum. Bis ich das gemerkt habe, habe ich ziemlich lange gebraucht, aber es liegt an mir. Und jetzt, wo ich gemerkt habe, dass es Freiraum hat, da geht es an die Umsetzung. Und da merke ich, da muss ich zu anderen Leuten sprechen, die diese Umsetzung jetzt machen müssen. Und darum dieser eindringliche Verrat von vorhin, wagt mal was. Marc, du hast genickt, obwohl du auch Jurist bist und obwohl Marco gesagt hat, das Gesetz ist gar nicht so wichtig. Vielleicht deine Meinung dazu und auch eine Follow-up-Frage, die vielleicht in das hineinspielt. Du als Richter, Marco hat für diesen Mut plädiert, Entschuldigung, und gefragt, und die Frage kam auch auf, wie kann man die Leute dazu bringen, nicht einfach Angst haben vor Beschwerden, sondern mutig und auf Qualität ausgerichtet auszuschreiben. Wie siehst du das? Wie ermutigst du die Leute, dir vor Gericht zu begegnen, sozusagen? Also ich glaube, der Gerichtsprozess ist nicht das, was uns prägen sollte, sondern der Beschaffungsprozess. Und ich war ja lange BBL-Ausbildner für Beschaffungsverfahren. Und eines haben Marco und ich gemeinsam, wir waren diejenigen, die gesagt haben, es gibt Ermessensspielräume, so heißen die technisch. Und Fakt ist, die Leute nutzen sie nicht aus, weil sie Cover-My-Ass-Strategien fahren, oder? Und was ich immer gesagt habe, das neue Recht kommt nur zum Fliegen, wenn diese Spielräume genutzt werden. Das ist für mich völlig klar. Und darum habe ich auch den Wirtschaftsverbandsvertretern immer gesagt, ihr habt eine falsche Sicht zum Lobbying. Das Lobbying ist nicht vorbei, wenn das Gesetz verabschiedet ist, sondern erst, wenn wir die Verwaltung dazu gebracht haben, die neue Vergabekultur zu leben, dann braucht es kein Lobbying mehr. Oder? Das ist der Punkt. Das heißt, wir dürfen bei der Vergaberechtsreform nicht aufhören, sondern müssen sagen, das ist eine Aufforderung zum Anfang. Und ich glaube, dann kommen wir ins richtige Mindset. Daniel, aus deiner Mimik konnte ich jetzt nicht viel lesen, ob du zufrieden warst mit diesen Aussagen oder nicht. Vielleicht kannst du auch kurz Stellung nehmen und dann würde mich von dir als Digitalisierungsexperte doch noch interessieren. Dieser ganze Beschaffungsrevisionsprozess hat vor über 10 Jahren angefangen, 15 Jahren. Digitalisierung war dort noch nicht in aller Munde und Benny Würth hat es ja gezeigt, vielmals stellt sich doch die Frage, stabile Systeme brauchen wir, Beschaffungsrecht will nach 5 Jahren alles wieder neu aufrollen. Genügt das Beschaffungsrecht? Wie zufrieden bist du mit dem neuen Beschaffungsrecht? Also ich bin natürlich begeistert, wenn der Richter neben mir uns auffordert, Handlungsspielräume zu nutzen. Man muss vielleicht auch sagen, vielleicht bis zum Akquirieren. Lassen wir das. Nein, ich glaube, es ist tatsächlich wichtig, dass wir Handlungsspielräume ausnutzen, dass wir die Instrumente nutzen, die jetzt geschaffen wurden. Ich glaube, Herr Würth hat das sehr gut aufgezeigt. Je weicher die Kriterien sind, desto größer ist natürlich die Diskussion dann darüber und die schlägt sich dann vielleicht irgendwann vor Gericht nieder. Jetzt Fakt ist, das sind relativ wenige, die dann tatsächlich vor Gericht landen. Nichtsdestotrotz ist die Realität natürlich die, und das geht jetzt in die Antwort deiner Frage, die Realität ist, man hat natürlich unglaublich Angst. Also ich höre oft von Projekten, das größte Risiko ist das Beschaffungsrecht.
einfach keine Beschwerde, sonst sind wir tot. Und das hat etwas, wenn man sieht, wie lange das die Projekte schon so dauern. Wenn man da sagt, jetzt gibt es noch eine Beschwerde, vielleicht eine super provisorische Verfügung, dann gibt es vielleicht das eine oder andere Projekt, das abgebrochen werden muss. Nichtsdestotrotz, ich glaube, wir haben neue Instrumente. Und was ich noch sagen wollte, was mich begeistert, auch wenn ich in die Runde schaue, das ist ja die Community der Anbieter und der Verwaltungen, kann man sagen. Und ich glaube, es braucht auch mehr Miteinander. Wir haben beispielsweise eine Innovationsbörse gemacht, um einmal ins Gespräch zu kommen. Natürlich protokolliert etc., comme il faut. Aber ich glaube, es braucht wirklich dort auch mehr Miteinander. Und von dem her, glaube ich, ist ein solcher Tag auch sehr wichtig. Ja, wenn ich gerade noch bei dir bleiben darf, und dann muss ich dann das Wort den Gästen überlassen. Marco hat gesagt, es braucht Mut. Mut hat die Bundeskanzlei auch gezeigt. Ihr habt ja einen Fall gehabt, der medial sehr durchleuchtet worden ist. Und was du jetzt gesagt hast, dass man das Beschaffungsrecht immer als großes Risiko sieht, das merke ich auch. Weil wenn ich mich vorstelle in meinem Beruf, dann weichen die Leute manchmal so ein bisschen zurück, weil sie Angst haben, dass ich irgendwie mit der Lupe unterwegs bin. Wie machst du diese Erfahrung? Wie bist du damit umgegangen, dass auch eine Debatte, dass Fehler mit eben der Lupe angeschaut werden und auch Sachen emotional halt diskutiert werden. Bereust du das? Würdest du risikoaverser sein? Braucht es diesen Mut? Wie siehst du das? Also oft ist man ja froh, wenn man nicht alles weiß, was passiert. Und das war wahrscheinlich bei dieser Cloud-Ausschreibung auch so. Nichtsdestotrotz bin ich sehr überzeugt davon, dass wir dort richtige Elemente reingebracht haben. Beispielsweise, dass wir gesagt haben, wir wollen uns nicht in eine Abhängigkeit von einem Einzelnen begeben. Wie man das dann macht und so weiter, das ist dann alles die Frage, wie man es kommuniziert. Eine weitere, das wäre vielleicht ein Ansatzpunkt, den man als Lessons Learned nachgehen sollte. Aber ich glaube, dort sind viele richtige Elemente drin, dass man auch sagt, jawohl, wir stehen dazu, wir wollen das so, wir wollen einen gewissen Wettbewerb. Übrigens, was ich noch sagen wollte, du hast gesagt, es hatte mediale Aufmerksamkeit. Ich glaube, die Vergangenheitsform ist nur teilweise korrekt. Es war ja gerade wieder ist in der Presse mit dieser Offenlegung der Verträge. Und wenn man auch von Kulturwandel spricht, grundsätzlich ist das auch in unserem Sinn, dass man dort die Transparenz öffnet. Ich glaube, das braucht noch eine Zeit. Und auch dort braucht es eben auch die Gegenseite, wenn man so will, auf der anderen Seite des Tisches sitzen, um dort mehr Transparenz herzustellen. Super, vielen Dank. Ich kann mir vorstellen, dass Sie vom Publikum auch ähnliche oder kritischere Fragen haben. Und somit würde ich gerne das Wort Ihnen geben. Wie war es die wichtigste Frage, die zweitwichtigste? Bitte, the floor is yours. Vielen Dank. Für mich stellt sich die Frage, diesen Mut anzugehen, ist global als Unternehmen, als Großunternehmen natürlich enorm wichtig. Für mich als Projektleiter oder als Bedarfsstelle enorm schwierig, weil ich weiß, ich habe sehr wahrscheinlich eine Beschwerde ein halbes Jahr länger. Ich muss bei der Beschaffung früh schon Use Cases definieren, gerade im IT-Umfeld. Diese Use Cases ändern sich jetzt mit KI. Wie sehen Sie dort, wo soll man wie mutig sein, so dass man aber nicht zu lange Verzögerung in der Beschaffung drin hat, dass ich am Schluss einen Use Case beschaffe, den ich eigentlich gar nicht mehr benötige? Ja, ich glaube, Marco, diese Frage hast du eingebrockt. Gebe ich das Mikrofon am besten dir? Sehr herzlichen Dank. Jetzt ist es konkreter. Das gehört mir. Es gibt zwei Phasen für mich, zeitliche Phasen. Das erste ist, bevor Sie rausgehen mit der Ausschreibung. Da bewegt sich auch schon viel. Mein Tipp ist da, nehmen Sie all das rein und was wahrscheinlich kommt, in die Ausschreibung. Das war der erste Tipp. Aber Ihre Frage geht weiter, wenn ich Sie richtig verstanden habe, nämlich, was passiert nach der Ausschreibung? Weil das Ding geht ja eben, wie gesagt, zu lang. Erster Tipp, verkürzen Sie das, wie es geht. Machen Sie das Verfahren so schnell wie möglich. Interne Abläufe. Nehmen Sie die Leute in einen Raum, lassen Sie sie nicht mehr raus, bis Techie, Einkäufer, Jurist, alle gemeinsam das Ding durch sind, diese Beschaffungsunterlagen, nicht mehr rauslassen. 2 Tage weg, neu planen, Sprints einbauen. Das muss schneller werden, weil sonst haben Sie diese Änderungen fast nicht mehr im Griff. Das ist der erste Tipp. Der zweite Tipp ist, selbst dann gibt es Änderungen. Und dann kommt die Frage, wie gehe ich mit denen jetzt um? Und da sage ich,
ich glaube, ich kann Ihnen ein bisschen die Angst wegnehmen. Es wird nur dann riskant, und der Marc wird mich korrigieren, es wird dann riskant, wenn die Änderungen so groß sind, dass sie den potenziellen Anbieterkreis verändern könnte. Und das ist relativ weit in der IT. Oder? Und da auch wieder, wenn Sie in Ihrem Kreis bleiben, die angeboten haben, transparent, schnell, gut kommunizieren. Das sind vielleicht drei Tipps. Also, was vorne ist, reinnehmen, dass alle wissen, wie das Spiel läuft. Das Spiel verkürzen, massiv. Also wenn Sie, ich weiß nicht, was heute der Durchschnitt ist, aber wenn eine IT-Beschaffung immer noch 6 Monate geht, schnellstens, dann müssen Sie mindestens dahin kommen, wenn nicht 4. Wenn es irgendwie geht, bei Großen geht es nicht, aber einfach die heutige Zeit, die Sie kennen, geteilt durch 2. Und dann bauen Sie es so auf, dass es funktioniert. Intern, meistens ist es intern. Die Anbieter sind verdammt schnell. Wenn es ein spannendes Projekt ist. Das war der zweite Tipp. Und der dritte Tipp ist, wenn es Änderungen gibt, sauber kommunizieren. Ich weiß nicht, ob ich weiterhelfen konnte. Ich habe meine Präsentation ist am Schluss ein Schlüssel. Ich weiß nicht, ob das der Schlüssel ist, aber vielleicht mal ein Tipp. Marc, habe ich irgendwas gesagt, das ich nicht hätte sagen dürfen? Nein, im Gegenteil. Es gibt ja im neuen Vergaberecht eine Bestimmung, deren Vorläufer wir quasi informell durch Gerichtsentscheide ausprobiert haben, nämlich die Frage, kann ich während des Verfahrens lernen und wenn ich lerne, wie gehe ich damit um? Und das ist heute ausdrücklich kodifiziert in Artikel 38, glaube ich. Auf jeden Fall, das Wichtige ist, wenn Sie merken, Sie müssen an etwas schrauben, sauber kommunizieren, ist das okay für alle, hat niemand etwas dagegen und dann fahren wir auf dieser Basis weiter. Und wenn Sie dann im Beschwerdeverfahren gegen den Zuschlag motzen, dann sagt der Richter Ihnen, wenn Sie damals nicht protestiert haben, können Sie jetzt auch nicht mehr kommen. Super, Sie sehen, Sie bekommen hier druckreife Antworten der Experten. Nutzen Sie die Gelegenheit, stellen Sie Fragen. Gibt es eine weitere Frage? Ich habe eine Frage, was noch nicht besprochen wurde. Ich habe gehört, dass die wiederkehrenden Ausschreibungen oder so nach 4 Jahren wieder neu vergeben werden sollten oder sollen. Und wenn ich so die technische und funktionelle Abhängigkeit höre, wenn ich die Situation sehe mit künstlicher Intelligenz, wenn ich die großen amerikanischen, vielleicht zukünftig chinesischen Firmen sehe, die Technologie, Architektur, Funktionen, alles kombinieren, dann habe ich eigentlich vor allem Angst, dass wir, wenn wir heute einen wählen, einen Partner, dann morgen in 4 Jahren feststellen, wir kommen nicht mehr von ihm weg, in 10 Jahren über den Tisch gezogen werden und in 20 Jahren vor Gericht stehen oder so ähnlich. Also wie kommen wir von den Partnern, die wir heute schnell, agil und dynamisch wählen, mit vielleicht kleinen Pflichtenheften, wie sind wir sicher, dass sie dann in 4 Jahren nicht die Rechnung dafür bekommen? Ich habe einen Moment überlegt, weil es sind mehrere Fragen drin. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Sie sagen, es ist mühsam, dass ich nur 4 Jahre darf. Das ist eine Frage. Die zweite Frage ist, wenn es dann ja länger geht, wie werde ich denn wieder los? Und die eigentliche Frage ist, wie mache ich die Ausschreibung, dass das nicht passiert? Fange ich mal hinten an. Ne? 4 Jahre. 4 Jahre, Sie müssen zurück über die Überlegung des Gesetzgebers, wieso 4 Jahre? Da kommen Sie auch auf die Lösung. Der wollte eigentlich verhindern, dass Sie einen Hoflieferanten züchten. Das ist die Idee dahinter. Und darum sagt er, muss man regelmäßig eigentlich wieder raus. Das ist in der IT wahnsinnig schwierig für gewisse Applikationen. Geht gar nicht, auf Deutsch gesagt. Und dann müssen Sie mit Freihänder argumentieren. Ich würde in der Ausschreibung im Design würde ich sehr gut überlegen, wie ich mit dieser 4-Jahres-Grenze umgehe. Ist ja nicht zwingend, aber Sie müssen es vorne, ich komme wieder zurück, vorne in der Ausschreibung sagen, wir werden uns überlegen, optional das zu verlängern auf X. Passen Sie aber auf, und jetzt komme ich zur zweiten Frage, wie werde ich ihn wieder los? Dass Sie natürlich das so formulieren, dass Sie dann auch die Möglichkeit haben, rein rechtlich rauszukommen, faktisch wird es dann schwierig.
Und da sind wir aber bei IT-Spezialisten, da bin ich bei der letzten Frage, wie man die Ausschreibung so macht, ich sage jetzt nicht Open Source, Herr Stürmer, dass man so macht, dass man dann irgendwann auch wechseln kann. Aber das kann ich nicht beantworten, weil das ist eigentlich der Kern der Frage. Und da können Sie wahrscheinlich besser antworten als ich. Vielleicht, genau, ich wollte gerade sagen, Daniel, kannst du da noch ergänzen? Besten Dank. Vielleicht bei meinem vorgängigen Plädoyer fürs Miteinander muss man sich keine Illusionen machen. Es ist für die Lieferanten bequemer, wenn die Bundesverwaltung, die Verwaltung generell der Partner abhängig ist von einem. Das ist bequemer, man ist in einer besseren Verhandlungsposition und ich glaube, dessen muss man sich einfach bewusst sein, wenn man die Verträge macht. Darauf achten beispielsweise, dass man Dokumentationen wirklich einfordert, dass man beispielsweise auf Schnittstellen setzt, APIs etc., dass man eine Exit-Strategie, nennen wir das gelegentlich, schon von Anfang an, vielleicht schon dort irgendwelche Stundensätze offerieren lässt und so weiter. Also ich glaube, dort hat man einfach unterschiedliche Interessen. Wir haben nicht nur das Interesse, ich glaube auch wirklich die Aufgabe, und Sie spüren, das bin ich wirklich auch motiviert dafür, dass wir dort eine gewisse Unabhängigkeit schaffen. Vielleicht ist Unabhängigkeit das falsche Wort. Es geht einfach darum, auch die Abhängigkeiten zu managen. Und ich glaube, man muss sich dessen bewusst sein, daran denken und dann in aller Partnerschaftlichkeit diese Themen besprechen und auch regeln. Dann gibt es noch ein Wort zu den Vertragsdauern. Oder das ist Artikel 14 der Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen, wo man sagt, die Regelvertragsdauer, da reden wir von 4 oder 5 Jahren. Und dann gibt's aber auch, und das ist wichtig, die Möglichkeit, mit guter Begründung davon abzuweichen. Und wir haben im Digitalisierungsbereich Dinge, wo das mit dieser Regelvertragsdauer vielleicht nicht optimal funktioniert. Wir haben eine riesen parlamentarische Initiative anlaufen über Kreislaufwirtschaft. Wenn Sie über Kreislaufwirtschaft reden wollen, dann müssen Sie in anderen Zyklen denken. Und diese Geschichten müssen wir immer auch vor dem geistigen Auge haben, dass uns hier einen gewissen Flexibilitätsspielraum geboten wird, wenn wir eine valable Begründung liefern, warum wir hier in ein individuelles Vertragsdauerdesign gehen. Super, vielen Dank für die Antwort von allen drei. Auch hier wieder das Credo: Spielräume nutzen. Man hat diesen Spielraum, nutzen Sie ihn. Ja, hier eine Frage, vielleicht kannst du kurz Name und Funktion erwähnen. Guten Morgen, Magdalena Koy. Ich bin Head E-Government bei TI und die Frage, die sich mir immer wieder stellt, wenn wir diese Diskussion führen, sie ist sehr aus dem Blickwinkel der Beschaffer. Aber wir als Dienstleister sind ja nun mal Teil der Gleichung und wenn Sie, Herr Voits, von Kooperation reden, Allianzverträgen und dann höre ich so eine Frage, dann sind wir als Dienstleister über immer dieser Generalverdacht unterstellt, wir möchten den Bund melken, die Kantone melken. Wir müssen uns überlegen, in 5 Jahren haben wir vielleicht überhaupt keine Leute, die ein 5 Jahre altes IT-Projekt weiter bedienen wollen. Für uns ist eigentlich viel spannender, coole, aktuelle Projekte zu machen. Und natürlich ist eine Wartung, die irgendwie Jahrhunderte geht, finanziell lukrativ, aber damit gewinnen wir keine neuen Mitarbeitenden, damit gewinnen wir keine Fachkräfte, damit machen wir keine Innovation und bringen die IT nicht weiter. Und deswegen ist für mich da die Frage, wie sehen Sie diese Herausforderung zwischen Allianzverträgen, man redet von Partnerschaft und gleichzeitig sagt man, ja, den muss man einen reindrücken, damit die mich hier nicht festnageln, weil das ist immer der Unterton. Ich sage das mit Absicht ein bisschen plakativ. Man hört, ich bin ja jetzt nicht Stadtberner, von daher darf ich jetzt ein bisschen härter sein. Aber das ist für mich so ein bisschen die Frage, wie gehe ich damit um? Wir dürfen als Dienstleister keine Verträge kommentieren, wir müssen sie hinnehmen und gleichzeitig redet man von Partnerschaft und ich sehe das als sehr interessantes Spannungsfeld. Wer will sich diesem dazu äußern? Also der Wettlauf ist, wer hat länger Leute, die melken können oder die Kuh keine Milch mehr? Nein, Scherz beiseite. Also ich habe vor mir hier den Mario Marti. Das ist der Spezialist, der eigentlich über diese Allianzverträge die Dokumente mit aufgebaut hat. Und ich glaube, Mario, die Antwort ist, so ein Allianzmodell funktioniert nur, wenn Sie die richtigen Personen vereinen können.
Und dann ist natürlich auf der Seite der Beschaffungsstelle nicht derjenige, der reingeht und sagt, ich habe keinen Partner, sondern einen Melker, sondern ich habe immer einen Partner. Also Sie müssen bei der Wahl des Projekts und der beteiligten Personen muss zuerst mal die Chemie stimmen und man muss sich das Vertrauen geben können. Wie man das macht, ich weiß es nicht. Mario, willst du was ergänzen? Ja, danke. Hallo miteinander. Also das ist ja ein Konzept oder eine Idee, die in der Bauwirtschaft jetzt da Fuß fasst. Im Ausland gibt es schon solche Vertragsmodelle und es gibt jetzt vom SIA, Schweizerischen Ingenieur- und Architektenverein, eine Vernehmlassungsvorlage, das findet man auf dem Netz. Und die Idee ist, wie du es gesagt hast, Marco, also dass man die richtigen Partner findet, die eben gemeinsam im Vertrauen so ein Projekt realisieren können. Das ist das Schlagwort der Überwindung der Interessengegensätze, in denen man quasi via Portemonnaie die Interessen gleichschaltet, dass entweder alle gewinnen oder alle verlieren über das Vergütungssystem. Und ich denke, was auch wichtig ist, wenn Sie die Vertragsgrundlagen ansprechen, ist, dass die noch nicht in Stein gemeißelt sind, sondern eben auch Teil im Beschaffungsverfahren der Dialoge, oder dass man im Dialog quasi unter Konkurrenz in verschiedenen Teams auch die Vertragsgrundlagen, das Vergütungssystem, die Risikoregister, wer trägt welche Register, dass man darüber einen Dialog führt und dann letztlich auch die Bewertung über diese Fragen durchführt. Das ist alles sehr komplex und ich habe es auch noch nie live gesehen, aber das wird spannend zu sehen, wie das funktioniert und es hat wirklich so eine, ja, verbindet eine gewisse Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Das ist ein spannender Punkt, oder? Und du hast gesagt, es ist auch ein Fachkräftethema. Und jetzt nehme ich dein Statement. Ich kann das nur machen, wenn ich auf der öffentlichen Seite jemand habe, der im neuen Mindset ist. Wenn es alte Büffel drin hat, geht das nicht. Aber das ist doch keine Message für Betriebskulturwandel. Wir müssen die flächendeckend transformieren. Und das hat übrigens auch damit zu tun, dass wir sonst im öffentlichen Sektor auch ein Fachkräfteproblem haben, oder? Wenn wir den Jungen nicht ein anderes Mindset anbieten, als mit dem die Durchschnittskonsumentinnen unserer Generation groß geworden sind, dann haben wir im öffentlichen Sektor ein echtes Problem. Vielleicht auch noch ganz kurz, ich durfte sehr viele Projekte, Beschaffungen etc. begleiten und ich kann zwei Tipps geben, wie es sicher nicht funktioniert. Nämlich, wenn so genau dieser Spirit beginnt zu greifen, dass man denkt, ja, der andere will mich einfach über den Tisch ziehen, der drückt mir einfach etwas aufs Auge und dann gibt es eine Spirale und das funktioniert nicht. Das andere funktioniert auch nicht, das andere Gegenteil, also extrem, wenn man dann sagt, ja, du musst mir einfach vertrauen und wir sind doch miteinander und man darf solche Themen gar nicht ansprechen, der Abhängigkeit. Genau das, was Sie gesagt haben, oder? Ja, wir haben ja auch, wir wollen motivierte Leute, wie machen wir das dann mit der Wartung, wie läuft das weiter? Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man die Themen ansprechen darf, sagen kann, man hat da vielleicht verschiedene Interessenlagen und wenn man in dieser partnerschaftlichen Art und Weise Themen ansprechen kann, dann kommt es gut. Wenn man sie tabuisiert oder nur noch darüber spricht, dann kommt es nicht gut. Super, vielen herzlichen Dank. Ich habe dem Chef eben 5 Minuten vor Schluss versprochen aufzuhören. Aber ich denke, das war ein gutes Schlusswort für ein Plädoyer für Partnerschaften auf Augenhöhe. Für alle die noch eine Frage stellen wollten, kann ich Sie vertrösten. Wir haben Fachsessionen jetzt über auch Rahmenverträge, über gemeinsam beschaffen und auch über Vendor Lock-in. Jetzt übergebe ich das Wort zum Schluss noch Matthias Stürmer, bevor wir Sie in die wohlverdiente Kaffeepause entlassen.